Viel Glück, Leute. Sicher, ihr schafft das? Nur keine Sorge. Wir machen das 1A mit Sternchen. Familie, kommt her. Wir können das Ganze mit den Kameras verfolgen, die ich letztes Jahr eingebaut habe. Letzte Nacht. Oh, da tut sich was im Zimmer der Zwillinge. Los geht's. Oh. Ich war mir sicher, Luan kippt ihnen einen Eimer Schleim über den Kopf. Oder einen Eimer voller Käfer. Opa Lincoln geht in Position. Langsam. Oh Mann, kann ich hinsehen, was passiert? Wurde er verletzt? Sein Rücken scheint weh zu tun, aber das kommt von was anderem. Was ist denn da los? Wieso wird keiner reingelegt? Und wieso verlassen sie das Haus? Was soll das denn? Ich habe sie bezahlt, um sich reinlegen zu lassen. Guckt nicht mich an. Guckt auf die Bildschirme. Ich habe überall Kameras eingebaut. Viel Spaß bei der Show. Tata! Ha, da ist Opa Lincoln. Was macht er da? Hat er sich verirrt? Mrs. Johnson, ich bin's, Lincoln. Und ich kann nicht einen einzigen Tag länger zur Schule gehen, ohne Ihnen zu sagen, Sie sind der Mittelpunkt meines Universums und ich liebe Sie. Oh nein. Oh. Halt, was macht sie bei meiner Konkurrenz? Hi, Lindsay. Wie du weißt, bin ich Miss Royal Woods Jr. Aber eigentlich ist deine Haltung besser, dein Haar ist viel, viel lockiger und dein Bändertanz stellt meinen in den Schatten. Also hier, das Krönchen gehört dir. Was für eine Ironie! Wir haben selbst dafür gesorgt, dass Luan uns vernichten kann. Oh nein, mein Salon! Ich liebe meine Dauerwelle, die zeige ich gleich meinen Freundinnen. Leute, stopp! Ich glaube, ich möchte dem Ganzen eine andere Richtung geben. So ein Quatsch! Das ist nicht mal eine gute Polka. Ich würde nicht wegrennen, sondern ihn essen. Wieso spielt mein Double denn gegen diese Flasche? Kann ja wohl kaum eine Konkurrenz sein. Nein! Meine Serie von 307. Was macht sie denn nur bei meinem Verleger? Ich weiß, ich sagte, ich brauche noch einen Monat für den Roman, aber ich denke, er ist jetzt doch schon fertig. Nein, das Ende ist nicht gut. Es sollte sich als Traum rausstellen. Kollegen? Ich denke, meine neue Präsentation wird euch sprichwörtlich aus den Socken hauen. Das ist ein Kätzchen. Es macht Miau. Die Augen sind das Fenster zur Seele und die meine werde ich jetzt offenbaren. Schluck, meine Augen sollte nie jemand sehen. Mein Double ist im britischen Pub, in den ich so gern gehe? Nein, was hat er dort vor? Ein herzliches Willkommen bei unserem Bist du ein echter Brite-Quiz? Erste Frage... In welcher Stadt steht der Tower of London? Ha, das weiß ich genau. Rom. Danke, dass du so weit gefahren bist, Bubu Bär. Du hast mir wirklich gefehlt. Oh, das war mein Schuh. Das war mein anderer Schuh. Ich habe einen Ersatzpaar in der Tasche. Mom, was ist hier los? Naja, leider müssen wir umziehen. Du solltest packen gehen. Was? Wieso? Wir können hier nicht mehr wohnen. Du hast unser Leben ruiniert. Okay, verstehe. Netter Versuch. Ihr hättet mich wirklich fast reingelegt. Ist das hier das Haus der Lauds? Tut mir leid wegen der Streiche, bitte nicht wegziehen. Es ist zu spät, das Schicksal umzukehren. Nein, ist es nicht. Ich rufe alle an, vor denen ich euch blamiert habe. Ich werde ihnen alles erklären. Das wird jetzt auch nichts mehr nützen. Also, wir sehen uns dann im entlegensten Teil von Florida. Nein, wir dürfen nicht wegziehen. Royal Woods ist unser Zuhause. Es tut mir so leid. Ich spiele euch nie wieder einen Streich. April, April! Also das muss ich euch lassen, Leute. So langsam habt ihr den Bogen wirklich raus. Aber ihr solltet jetzt besser den Wagen aufhalten. Also eigentlich waren die meisten Kartons sowieso leer. Außer den Kartons, in denen deine Sachen drin sind. Also halt du ihn vielleicht besser auf. Nein! Anhalten! Abwurf der Chancla!
dürfen nicht essen, was wir wollen. Wir dürfen nicht spielen, wann wir wollen. Wir dürfen gar nichts. Wir müssen uns wehren, eine Demo aufziehen, nicht mehr im Haushalt helfen. Ach, dann gibt's aber wieder die Chunkla. Sergio, du hast recht. Es sind diese Chunklas. Die sind ihre Machtquelle. Wenn wir die verschwinden lassen, dann hat Abuela nichts mehr gegen uns in der Hand. Er hat recht. Es hat bisher noch keiner geschafft. Wir müssen's versuchen. Licht aus! Die Chunklas gehören mir. Ja. Gut gemacht, Karl. Endlich Chunkla frei! Jetzt können wir machen, was wir wollen. Und morgen wird der allerbeste Tag aller Zeiten. Ja. Guten Morgen, Abuela. Sahne, Sergio. Oh. Was soll das, Senorito? Das ist Rührei à la Karl. Ja. Ah. Ach ja, ich konnte meine Chunklas heute Morgen nicht finden. Was soll's? Schon gut, Micho, ist nur deine Sahne, Wewos. Zwei gesunde Lebensmittelgruppen. Mom, gibt's heute mal was Leckeres? Ich hab Hunger. Wisst ihr schon das Neueste? Die Chunkla ist weg. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Erwachsene haben auch Angst davor? Seit unserer Kindheit kontrolliert uns die Chunkla. Doch jetzt sind wir endlich frei. Astrein, Tia. Adios, Chunklas. Ja. Frida Carlos kommt nach Hause. Die Chunkla ist weg. Ja, nicht wahr? Jetzt wird Party gemacht. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Das muss ich El Falcon erzählen. Wo habe ich ihn nur hingelegt? Wo steckst du, El Falcon? Wisst ihr vielleicht, wo mein... Oh. Ist das mein Superkleber-Hagel? Und mein Süßigkeitenvorrat? Jetzt wird geflogen! Und El Falcon? Du weißt, dass der Tabu ist! Keine Chunklas, keine Regeln! Wow! Falcon! Abuela! CJ, Carlitos, Abuelo und Lalo haben meine Sachen genommen und El Falcon kaputt gemacht! Dann mach doch welche von ihren Spielsachen kaputt. Mom, Dad, gut, dass ihr da seid. Eure Kinder sind total durchgedreht. Ei, Karl, jetzt nicht. Ich höre gerade meine Mucke. Und ich gehe im Treppenhaus skaten, ohne meine Hose. Hoho, ich bin frei. Ja, schneller. Hey, was habt ihr alle in meinem Zimmer zu suchen? Runter von meinem Bett. Das ist kein Bett, sondern ein Trampolin. Ich hab Karls Geld gefunden. Ja. Ich muss hier sofort weg. Hey, Vogelkumpel, könnt ihr nicht woanders eine Party machen? Ich brauche eine Runde Schlag. Was? Musik lauter stellen? Okay. Hey, das sind meine DJ-Sachen. Party, als gäb's kein Morgen. Okay. Was hab ich nur getan? Die Chunklas müssen wieder an die Füße von Abuela, dann wird alles wieder gut. Haha, hab sie. Die Party ist vorbei. Gib uns die Chunklas. Gib uns die Chunklas. Gib uns die Chunklas. Nein, zurück, Chunklas. Komm zurück. Halt! Das war nur ein Traum? Es war ein Traum! Chunkla-Geschmack! Luna! Greif meinen Fuß! Ich zieh dich mit meinen Muskeln hoch! Das geht nicht, Lynn! Meine Hände sind voll Gelatine! Geht ohne mich! Rettet euch, solange es noch geht! Nicht. So ein Mist, immer mache ich es falsch.
hier, als von Luanne reingelegt zu werden. Guten Abend, Sir. Wir brauchen ein neues Zimmer. Gut, Sie können eins A haben. Prinzessinnen zuerst! Das stinkt hier. Die echte 1A ist da drüben! Bloß nicht berühren! Klar, denk dran, was Lenny passiert ist. Hi, Leute! Hey! Ich hab eine Idee! Attacke! Alles okay, bin in Kuchen gelandet. Und natürlich hat sie Rhabarberkuchen genommen, gegen den ich allergisch bin. Ich halte das nicht mehr aus. Ich verschwinde vor dir. Meine Augenbrauen! Schnell, in den Keller. Das ist der sicherste Ort in einem Notfall. Lilly, das könnte eine Falle sein. Oh nein! Ich steck fest! Rettet euch! Verabschiedet euch von eurer Mutter! Bitte lasst das kein Bleichmittel sein. Es ist Bleichmittel. Geht ohne mich weiter. Ich will draußen so nicht gesehen werden. Okay, Hand aufs Knie. Ich weiß, wir fallen hier um wie die Fliegen, aber wir geben nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, kann nichts passieren. Hör zu, Lynn. Du nimmst Lilly und wir suchen uns ein sicheres Versteck. Jetzt sind nur noch wir zwei da. Verstecken wir uns im Heizraum. Als nächstes kommt das Dach. Wieso als nächstes? Was soll das denn heißen? Und wieso hast du eben auf deinen Arm geguckt? Was? Zimmer 2C, der Flur, Lobbyzimmer 1A, Wäschekammer? Das sind die Orte, wo wir reingelegt wurden. Du hast dir geholfen. Okay, ich geb's zu. Wie konntest du deine eigene Familie so verraten? Sie versprach mir, mich nicht mehr reinzulegen. 10 Jahre nicht. Ich hoffe, das war's wert. Nein, das war es nicht wert. Ich fühle mich schlecht. Was bin ich nur für ein Vater? Was bin ich für ein Ehemann? Ist schon gut, Dad. Du bist nicht der Böse hier, sondern Luanne. Oh nein, Sohn. Auch ich trage Schuld. Ich habe ja mitgemacht. Aber vielleicht kann ich es ja doch noch wieder gut machen. Was hältst du davon, wenn wir die Operation Familie finden und sich für all das Leid an Luanne rächen und einen kürzeren Namen für diese Operation finden starten? Auf geht's! Ich hab den Streichefinger bereits am Aufzug. Kapiert? Oh, ist ja keiner hier. Hallo, Herr Hotelmanager. Hier spricht Lynn Laut Senior. Mein Sohn und ich wollten gerade aufs Dach, aber wir stecken hier scheinbar im Aufzug fest. Ich komme sofort. Das hat man davon, wenn man einen Amateur einstellt. Jetzt sollte es gehen. Noch nicht. Wer alle Flaschen umwirft, gewinnt. Der große Spaß für alle. Ich kann ziemlich gut werfen. Wie bitte? Spinn ich? Los, nochmal. Moment mal. Kleber? Karl, du Betrüger! Du meinst, du reicher Betrüger. Bitte. Das war's endgültig. Jetzt nicht aufgeben, uns muss doch noch was anderes einfallen. Was für ein Stand ist denn das? Oh, ich verstehe, ein Sitzstand. Ihr nehmt Geld fürs Sitzen, eine gute Idee, Kinder. Was wollt ihr haben? Oh, Mabel, eigentlich... Wollen wir $5? Wir sind wieder im Geschäft. Tretet alle näher und setzt euch bei dem einzigen Sitzstand auf dem ganzen Straßenfest. Echt super. Hey, CJ, lauf schnell in den Mercado und hol Chips. Alle Snacks kosten extra. Aye, aye, Captain.
Oh ja, bitte. Aber wir haben keine Sitzplätze für noch mehr Kunden. Ach, was sollen wir nun tun? Keine Plätze mehr? Lasst uns hier verschwinden. Einen Moment. Wir holen noch mehr Sitzgelegenheiten von oben. Und beeilt euch, ja? Meine Beine sind so müde. Nun strengt euch mal an. Ich versuch's. Super auf der Flucht. Wart's jetzt endlich? Ach, fantastisch. Wir sind in Gefahr. Rückzug bei allen Transistoren. Rettet euch. Kommt mal, der Limit in der Wanne. In die Garage. Luann, hör mit den Streichen auf. Ich sagte doch, ich bin durch damit. Da muss ein anderer Witzbold am Werk sein. Hör mit ihm ab, Mann. Euer Vater hat recht, sie lügt eindeutig. Gehen wir wieder raus. Nein, genau das will der Witzbold doch. Ich weiß, wie er tickt. Und wenn sie nun die Wahrheit sagt? Willst du mich auf den Arm nehmen? Überlegt mal, die Streiche waren echt untypisch für sie. Was redest du denn da? Wir sind alle voller Schleim. Ja, aber Luann hat seit Ewigkeiten keine frische Schlagsahne mehr benutzt. Sonst nimmt sie immer die abgelaufene, um Waschbären anzulocken. Vielleicht kann sie uns ja helfen, den wahren Witzbold zu fangen. Wir machen aus deinem Zimmer eine Gedenkstätte. Halt! Da stimmt was nicht. Was? Wo? Die Couch! Was? Charles trinkt doch nur aus der Saftpackung. Total normal. Charles, komm mal kurz her. Nein. Sofort. No. Okay, das habe ich Charles echt noch nie machen sehen. Ja, und zwar, weil das gar nicht Charles ist. Das ist... Lilly! Moment, Lilly ist der Witzbold? Klar. Wow, ich bin wirklich schwer beeindruckt, Lilly. Die Schlagsahne, die Toilettenrakete. Luann, schweif nicht ab. Oh, richtig, sorry. Lilly, du musst dein großes Finale sofort abblasen. Nein, auf keinen Fall. Also, Kinder, da wären wir. Eine Nachricht von Luann. Lilly ist der Witzbold? Was? Aber Lilly sitzt doch hier. So süß wie immer. Sie ist... Und los! Wir sind eingesperrt! Oh nein, sie lässt Wenzela endlos im Kreis rumfahren. Für immer. Das ist echt fies. Witzig, aber fies. Sorry, Lilly, aber Lincoln und ich machen dem jetzt ein Ende. Schnell, sie entkommt. Sie ist auf dem Dachboden. Wow, sie ist wirklich ein echtes Streichelgenie. Ich schalte ihre Konsole aus. Lincoln, lenk du sie ab. Luann, mach schnell! Ihre Zähnchen sind so scharf. Verflixt, das hätte ich kommen sehen müssen. Luann, schnell! Ich kann sie nicht mehr lange halten. Oh, hey! Endlich mal ein bisschen Saft. Luann! Jetzt komm schon! Ja, klar! Oh. Oh. Ich steige nie wieder in ein Auto. Lilly, Hausarrest, bis du 16 bist. Eher 21. Oh, das ist Zwiebelwasser. Das war ich, um genau zu sein. Oh. Also, ich wollte mich ja eigentlich zurückziehen, aber Lilly hat meine Leidenschaft für Streiche heute ganz neu entfacht. Ja! Moment mal. Lilly, das war der Grund für all das?
damit ich weitermache? Klar. Oh, danke. Du verstehst mich. Zwei von der Sorte. Wir haben zwei von der Sorte in die Welt gesetzt. Wir müssen diesen Albtraum irgendwie beenden. Ich will meine Chuchu-Bettwäsche. Und ich will, dass du endlich hier abhaust. Aufhören! Was passiert? Nur gut, dass deine Abuela dieses Unglück nicht gesehen hat. Mal logisch betrachtet sollte sie es sehen. Es beweist nämlich, dass Unglück überall passieren kann. Moment mal. Lisa hat recht. Wenn wir Abuela zeigen, dass Unglücke auch hier passieren, lässt sie uns vielleicht nach Hause fahren. Pfannkuchen, Pfannkuchen, mache Pfannkuchen. Braucht nur noch eine kleine Prise Zimt. Phase 1. Code salzig. Ganz köstlich. Das Rezept muss ich unbedingt haben. Salzige Pfannkuchen, mal was anderes. Salzig? Salados? Oh nein, es bringt Unglück, wenn was versalzen ist. Umso mehr für mich. Phase 2. Code schwarz. Phase 2.5. Code einlaufen. Wow! Die Wäsche ist eingelaufen und schwarz gefärbt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh ja, Abuela. Schlechter geht's nicht. Ich hole. Irgendwie zieht es. Phase 3. Code spielen. Los geht's. Besser gesagt, los läuft. Frieda, dieses Buch über Wasserrutschen ist faszinierend, als wäre ich wirklich dort. Sintflut! Du machst es noch schlimmer. Eieiei. Schnell, Mama, Wasserfall voraus. Mich bewegt, Mama, komm schon. Salz im Essen, schwarze Wäsche, schwimmende Särge. Ah, jetzt verstehe ich. Dass überall Unglück passieren kann? Sie. Überall, wo wir hingehen, denn wir sind das Unglück. Was? Wir müssen dorthin, wo wir niemandem schaden. In den Wald. Was? Abuela, nein! Ich hasse die Natur und die Natur hasst mich. Darüber sollten wir noch mal reden. Keine Zeit, wir müssen sofort zusammenpacken. Wow, also so weit ist echt noch kein Plan nach hinten losgegangen. Ich leihe euch meinen Kompass. Wenn Abuela will, dass wir in den Wald gehen, dann muss sie uns schon mit Gewalt dorthin schleppen. Abuela! Lass mich runter, los! Carlos, tu doch was! Mama, sei doch vernünftig! Oh, der Wald soll um diese Jahreszeit ja ganz toll sein. Muttersöhnchen. Sieh doch nur, mein Wackelzahn ist endlich ausgefallen. Aber wo ist er nur? Was ist das? Au! Den brauche ich für die Zahnfee. Für die Zahnfee? Nein, 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 nein. Du kriegst Besuch von El Raton. El Raton? Noch nie von ihm gehört. Du vielleicht? Ja. Ha, Fröschen 2 kennt sich aus. El Raton ist eine Luxuszahnfee-Maus, die einen Anzug trägt. Er ist sehr guapo und sehr reich, genau wie ich. Voll angesagt in Mexiko, Lateinamerika und in diesem Viertel. Wow, eine Luxuszahnfee-Maus? Mal sehen, was passiert, wenn ich meinen Zahn für ihn unters Kissen lege. Ha! Guten Morgen, du Lügner. Deine Maus hat sich nicht blicken lassen. Was? Das ist ausgeschlossen. Hast du den Zahn unter das Kissen gelegt? Natürlich habe ich ihn unter das Kissen gelegt. Okay, entschuldige. Normalerweise taucht El Raton immer auf. Er hat noch kein Kind versetzt. Richtig, Bobby? Hä? Die Zahnmaus. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Du hattest doch gestern Spätdienst, oder? Hast du da Mäuse gesehen? Hier sind Fußspuren. Spuren, die an der Tür enden. Wie soll uns das helfen? Ja, ich hab's. Bin gleich zurück. Tada! Verstehe ich das richtig? Wir wollen El Raton finden und du spielst hier mit Puppenschuhen? Ich spiele nicht, Karl. Denk doch mal nach.
Wenn ein Schuh reicht, um eine Prinzessin mit Kürbiskutsche zu finden, dann finden wir damit ganz sicher auch Eldaton. Aber wie kriegen wir die Mäuse dazu, einen Schuh anzuprobieren? Und vortreten. Einmal Schuh anprobieren und 30 Sekunden lang den Mercado ausräumen. So viel ihr tragen könnt, ohne hin und her. Ist das wirklich so eine gute Idee? Bei den kleinen Ärmchen, was sollen sie da schon groß tragen können? Andere wollen auch noch. Nächste! Stunden später. Ach, es ist sinnlos. Der Schuh passt einfach keiner der Mäuse. Und der Mercado ist leergeräumt. Oh Mann, ach, das geht sicher von meinem Lohn ab. Das heißt dann wohl, dass Eldaton nie wieder zurückkommt. Adelaide, warte! Ach, wir dürfen sie nicht enttäuschen. Ich habe einen neuen Plan. Karl, du hast Eldaton gefunden. Nein, Bobby, das hier ist sein Ersatz aus Pietes Tierhandlung. Laut Pete ist das die klügste Maus, die er hat. Hey, Smart Maus, möchtest du nicht der neue Eldaton werden? Du kannst dich verkleiden, hast Geld und bist ein Held der Kinder. Okay, Smart Maus, als Eldaton musst du hohe Gebäude erklimmen, um durch die Fenster der Kinder zu kommen. Meinst du, du kommst darauf und kannst die Glocke läuten? Komm schon, Kumpel, rauf mit dir! Bobby, ich glaube, du solltest ihm zeigen, wie es geht. Eine gute Idee. Jetzt lernst du was, kleine Maus. Klettern ist ganz leicht. Einfach nach links, rechts, links, das andere links. Siehst du zu, Smart Maus? Hä? Hä? Wow, er hat's geschafft und ist dabei nicht mal ins Schwitzen geraten. Wirklich lässig. Und jetzt zum schwierigsten Teil des Gigs. Den Zahn unbemerkt unter dem Kissen eines schlafenden Kindes hervorholen. Oder wie hier eines schlafenden Abuelos. Oh nein, sieh nicht mich an. Diesmal bin ich total raus. Da hat er mir schön was eingebrockt. Aber er ist unbemerkt an den Zahn gekommen. Damit ist er der neue Eldaton. Okay, Smart Maus, Zeit zum Umziehen. Heute Nacht ist dein erster Einsatz. Alles klar. Adelaides Zimmer ist links, wenn du reinkommst. Denk dran, den Zahn mitnehmen und das Geld dalassen. Ich freue mich schon auf Adelaides Gesicht morgen früh. Am nächsten Morgen. Wow, das Gesicht hatte ich mir anders vorgestellt. Eldaton hat mich wieder versetzt. Dank euch hat keiner sein Geld bekommen. Eldaton wird nie wiederkommen. Wie kann das sein? Wir haben Smart Maus trainiert und ihm Geld gegeben. Warte, ich glaube, er schreibt uns. Herz, Geld, Flugzeug? Er macht mit dem Geld eine Käsetour durch die Schweiz? Er hat uns reingelegt. Ich präsentiere Luen Lauts April-Scherz-Hitparade. Dieser Streich ist euch wohl etwas über den Kopf gewachsen. Ja, da lachen doch die Hühner. Da könnt ihr einpacken. Ah, seht mal die Lautfamilie, wie sie wabbelt da drin. Ich hab alles rasiert. Klar, was ich meine. Niemand ist sicher vor der April-Scherzkönigin. Aber diesmal wird alles anders. Luen wird mich nicht reinlegen. Denn ich habe den April-Scherz-Vollschutzplan. Clyde, kommst du morgen vorbei? Ich hab hier eine Festung mit Snacks, Spielen und einem Pipirohr. Patentverdächtig. Am 1. April? Keine Chance. Nicht nach dem Streich letztes Jahr. Aber es kann rein gar nichts passieren. Ich habe den April-Scherz-Vollschutzplan. Moment, Clyde. Ronnie Anne schreibt mir gerade. Sie sagt, sie kommt morgen rüber mit einem Geschenk für mich. Sie darf morgen nicht kommen. Wenn Luen ihr einen Streich spielt, pulverisiert sie mich.
Oh nein, Ronnie N. ist gleich hier. Kann's heute noch schlimmer werden? Tja, das ist die Antwort. Das Gute ist, ein Streich weniger, der Ronnie N. treffen könnte. Ich hab's! Wenn ich alle Fallen im Haus auslöse, dann bleiben keine mehr für Sie. Lincoln, es ist nicht sicher da draußen. Rettet euch selbst. Ich habe eine Mission. Keine Sorge, Lincoln. Ich plane deine Beerdigung. Tja, wird schon schief gehen. Jetzt sag nicht, das kratzt dich nicht. Lisa Marie Loud, lass uns rein. Ich brauche im Gegenzug ein paar Zusicherungen. Erstens, ich werde nie wieder für Explosionen in oder ums Haus bestraft. Hier kommt eine Stinkbombe. Sind das Windeln? Das wagt sie nicht. Was immer du willst, aber lass uns rein. Erst hier, hier und da unterschreiben. Tuch, 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 wo ist dein Handtuch? Ja! Lauf nicht weg, der will doch nur spielen. Wenn wir das Essen rationieren, sollten wir es schaffen. Was heißt denn rationieren? Typisch, jetzt muss jemand in die Küche, um Nachschub zu holen. Dann geht einer von euch. Werfen wir eine Münze. Ich geh doch. Ich weiß, dass ich verliere. Ich bin eine schlechte Werferin. Eigentlich ist das nicht... Viel Glück, Lenny! Küche? Hier lang? Wow! Danke, du Schild! Danke, du Schild! Danke, Schild! Danke, Schild! Okay, Wohnzimmer. So weit, so gut. Ich glaube, so küsst man ein Mädchen. Halt dich ran, Lincoln. Mädels wollen Jungs mit Leidenschaft. Ronnie N. darf das nicht sehen. Ich glaube, so küsst man ein Mädchen. Bist du wieder oben auf? Nur noch die Schlafzimmer. Ich hab gewonnen. Du dachtest, du linkst mich, aber dafür hast du alles abbekommen. Du hast nicht wirklich gewonnen. Ich hab die Fallen nur ausgelöst, weil Ronnie N. vorbeikommen wollte. Ach ja, und wer glaubst du, hat sie eingeladen, Großmaul? Ich musste dich irgendwie aus deinem Zimmer kriegen, also habe ich sie angerufen und sagte, du liebst April-Scherze. Und hier ist sie und versetzt dir den letzten Stoß. Warum tust du das? Du hast das alles für mich ertragen. Das ist das Allermindeste. Na komm, wir malen die Augenbrauen an und trinken einen Milchshake. Eine große Käsepizza, bitte. Kommt sofort und behalt diesen Zettel. Das ist deine Nummer für die Go-Kart-Verlosung. Go-Kart? Hä? Verlosung? Ja, seht's euch an. Stellt euch vor, es wird mit Pizza angetrieben. Sergio, wir wollten doch immer ein Go-Kart. Ja, mal so richtig aufdrehen. Also, wenn ich eure Nummer aus dieser Trommel ziehe, könnte heute euer Glückstag sein. Oder wir machen ihn einfach zu unserem Glückstag. Ach, wenn ich Glück habe, zieht er vielleicht meine Nummer. Nummer 10! Na schön, Leute. Also auf die Pizzen. Fertig, los. Komm her, du. Nochmal und nochmal, ja. Nummer 8. 8 hat gewonnen. Was? Zeigen Sie mal her. Wieso klebt die denn so? Juhu. Ich bin die Nummer 8. Meinen Glückwunsch, Irving. Es gehört ganz Ihnen. Danke. Ich bin ein bisschen alt, um Go-Kart zu fahren, aber naja. Vielleicht finde ich ja einen verdienstvollen jungen Menschen, dem ich es schenken kann. Verdienstvollen jungen Menschen, hä?
Sergio, ich hab eine Idee, wie wir doch noch an das Go-Kart kommen. Oh, klingt gut, Karl. Achten Sie gar nicht auf uns. Wir machen nur den Park sauber. Ja, ja. Gutes Tun macht echt Spaß. Ja, ach, ich liebe es, einfach am Wochenende den Müll einzusammeln. Was ist los mit dem Kerl? Oh, hey Karl, wie geht's dir so? Ja, falscher Opa. Laut meinen Infos sitzt er immer auf dieser Bank. Du. Ja, deine Infos sind mies. Nimm das zurück. Oh je, heute liegt im Park aber viel Müll rum. Also gut, ihr zwei, ihr seid dran. Ja, alles klar. Ein schöner Tag für einen Spaziergang. Oh, duzi, kleines Baby. Oh nein, unser Baby. Nur keine Sorge, ich rette euer Baby. Schnuckelchen, wo ist nur unser Baby? Oh, du heiliger Strohsack, der Drache hat das Baby gerettet. Glaubst du wirklich, der Plan funktioniert, Sergio? Glaub mir, die Jungs machen das schon. Ich hab sie mit einer Belohnung gelockt. Hey Jungs, da! Das ist euer Opfer! Schnappt ihn euch! Wieso ich? Schuh! Lasst ihn in Ruhe, ihr blöden Vögel! Ihr solltet euch was schämen, diesen hilflosen Mann anzugreifen! Ihre Pizza, werter Herr. Möchten Sie mal ein paar Babyfotos von Karl sehen? Auf diesem Bild hat er den anderen Babys gerade die Windeln abgeschwatzt. Typisch Karl. Abgeschwatzt? Oh nein, die Windeln waren voll und ich habe ihnen neue gegeben. Ich helfe einfach sehr gern. Und jetzt helfe ich dir, diese Fotos wegzulegen. Los, kommt, lasst uns essen. Wir haben ein Problem. Ach, wirklich? Du Blitzmerker, du. Nein, die Tauben sind zurück. Ach, du hast ihnen ihr Brot nicht gezahlt. Aber ich dachte, dass du sie bezahlst. Ups. Wimmel sie ab. Karl, ist alles in Ordnung mit dir? Klar doch. Ging mir nie besser. Die Tauben sind wieder da. Karl, rette uns. Rettet euch doch selbst. Gib ihnen das Brot, dann haut sie ab. Raus, ihr wildgewordenen Vögel. Tschu-tschu. Und dann draußen. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der steht total auf Lori. Und sie scheint ihn auch nicht unbedingt zu hassen. Du hast ganz recht. Der Kerl ist hinter deinem Mädchen her. Tja, er ist heiß. Und du bist... du. Oh, das ist furchtbar. Was soll ich nur tun? Ganz ruhig. Du musst ihn nur wie einen Trottel aussehen lassen. Ist das nicht irgendwie fies? Tja, wenn du meinst. Aber heul dich nicht bei mir aus, wenn sie heiraten. Ich bin zu allem bereit. Du hältst deinen Schläger übrigens verkehrt rum. Nein, du hältst deinen verkehrt rum. Hier. Ja. OM Golfball. Gleich beim ersten Versuch eingelocht, Bobby? Wow, da hab ich wohl Konkurrenz. Es reicht vielleicht nicht, Bobby nur zu helfen. Ja, ich hab eine Idee. Lust auf eine Runde Golf? Sind auch Cracker für euch drin. Oh.
ihr gehört? So ein neuer putzt Luren gerade richtig runter. Das ist nicht. Oh, unbedingt sehen. Leid, Ewan, aber du hast verloren. Ach, gut gespielt, Bobby. Das kann man wohl sagen. So ein Spieler ist mir hier noch nie untergekommen. Bin wohl ein Naturtalent. Hast du Lust, in unser Team zu kommen? Wir bräuchten einen neuen Starspieler. Aber Ewan ist doch ihr Starspieler. Nun, das war er mal. Ewan, wir sollten uns mal unterhalten. Nicht nötig, Coach. Nach diesem Spiel höre ich auf mit Golf. Ich ziehe wieder nach Hause und arbeite in Dads Kloreparaturfirma. Kloreparaturfirma? Ist gar nicht so schlimm. Da bin ich dann näher bei meiner Freundin. Freundin? Nein, Verlobte eigentlich. Verlobte? Schade, dass du gehst, Ewan. Aber dann kannst du in mein Team kommen und hier bei mir wohnen, Bobby. Wäre das nicht großartig? Ja, hör mal, Lori. Oh, ich kann nicht in ihr Team kommen. Und du darfst nicht gehen, Ewan. Und Lori, so gern ich's auch möchte, ich kann nicht mit dir auf diese Schule gehen. Wieso? Wieso? Na, weil ich geschummelt hab. Carl, Sergio und diese Waldtiere haben mir dabei geholfen. Hört nicht auf ihn! Sehe ich aus wie jemand, der Bobby helfen würde? Ich beweise es. So sieht in etwa mein echter Schlag aus. Au. Ihr habt euch so gut verstanden. Ich hatte Angst, dich an Ewan zu verlieren. Also habe ich ihn schlecht aussehen lassen. Es tut mir leid, Lori. Und Ewan. Und alle anderen. Bobby, das ist doch albern. Ich liebe dich so sehr. Ich würde dich nie für Ewan verlassen. Oder für irgendwen. Wirklich? Natürlich, Bubu Bär. Oh. Dann bin ich also doch gut im Golf. Ich hab's immer noch drauf. Natürlich, das wusste ich die ganze Zeit. Das war nur ein Scherz gerade. Bitte verlass uns nicht, Ewan. Ganz ruhig, Coach. Ich gehe nirgendwo hin. Oh. Siehst du, mein Plan hat funktioniert. Hast du was am Kopf? Moment, diese Tour hat Geld gekostet? Claro, muchacho. Aber sie war jeden Penny wert. Für so eine Tour würde ich jeden Preis zahlen. Karls Kukui-Tour ist die einzige Tour, wo ihr vielleicht, auch wenn nicht vertraglich garantiert, das Monster mit euren eigenen Augen seht. Was kostet die Karte? Wie viel hast du denn? $30. Perfekt. So viel kostet sie. Ja, ich will diesen Kukui unbedingt sehen. Du sagtest doch, diese Touren sind für Weicheier. Oh, ja. Aber ich meinte nur diese anderen Fake-Touren. Meine ist echt. Darf ich mitgehen? Ach, gut. Aber kein Familienrabatt. Alles einsteigen in den Gruselzug. Tut, tut. Aufpassen, bitte! Aber ernsthaft, Mrs. Cheng weiß nicht, dass ich mir den Zug vom Zoo geliehen habe. Also Vorsicht! Macht euch auf was gefasst! Ich rate allen hier, sich lieber gut zu benehmen. El Kukui beobachtet uns ständig. Er frisst jeden auf, der Ärger macht. Zimmer nicht aufgeräumt. El Kukui macht dich fertig. Zu spät ins Bett gegangen. El Kukui rächt sich an dir. Ich habe ein paar Cashews im Mercado probiert, ohne zu bezahlen. Sie werden garantiert gefressen. Oh nein. Halt. Haben Sie das wirklich gemacht? Ja, aber jetzt bereue ich's. Ich fasse es nicht. Seht mal, da! Da steigt der Rauch von Kukuis feuerspeiendem Maul auf. Feuerspeiendes Maul? Du meinst den Qualm, der aus dem Gully kommt? Fragen erst am Ende der Tour. Dankeschön. Wer fährt denn den Zug? Oh, ich geh schon. Oh, ein kleiner Kratzer. Seht nur, ein Haufen Knochen. Da hat der Kukui sich sicher an Störenfrieden gütlich getan. Oder das ist die Kiste mit der Halloween-Deko aus dem Mercado. Ich sehe hier keine Deko. Oh, das sind die Knochen meines Cousins Winnie, das erkenne ich. Der Kukui hat ihn und ich bin der Nächste. Keine Sorge,
Hier, das ist ein spezielles Kukui-Abwehrspray. Ich verkaufe es euch gerne nach der Tour. Ich nehme eins selber. Ich merke, dass wir dem Kukui auf der Spur sind. Da oben ist was. War das etwa der dunkle Schatten des Kukui da über unseren Köpfen? Der Kukui sieht also aus wie Sergio, wenn er Abuelos Bademantel anhat. Ist doch egal, wie er aussieht. Er frisst dich trotzdem. Oh, Zeit für eine Erfrischungspause. Hey, ich gebe eine Runde aus. Ronnie Anne, holst du bitte allen Anwesenden einen Hotdog? Okay. Fahren Sie, Mr. Cheng. Hey, Carl, komm sofort zurück. Das war für uns alle das Beste. El Kukui mag keine Zweifler. Sie hat uns in Gefahr gebracht. Aber ich hatte Hunger. Geschafft, Leute. Wir haben die Tour alle lebend überstanden. So viele beinahe Fotos von Ihnen. Empfehlt mich euren Freunden weiter. Ich hab mir vor Angst in die Hose gekukuit. Und nochmals danke für das Spray, Carl. Ist sein Geld wert. Diese Tour war voll gruselig. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, Leute. Bin wohl mit ein paar Katzern davongekommen. Seht mal her, Jungs. El Kukui wird uns so richtig reich machen. Scharf sehen wir aus. Carlotta, willst du dich nicht vielleicht revanchieren? Eigenlob stinkt zwar, aber ich war früher in Royal Woods Stadt bekannt für meine coolen Streiche. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Abgemacht. Zuerst brauchen wir Materialien. Das heißt, wir suchen alles, was krass stinkt, super klebrig ist oder extrem schwer weggeht. Wie wär's mit diesem warmen Thunfischsalat? Oh Mann, der vereint alles. Haargel. Also die Jungs machen auf, laufen in die Plastikfolie voller Haargel und dann kippt ihnen der Eimer Brotkrümel auf die Köpfe, wenn wir an der Schnur ziehen. Echt toll, du bist ein richtiges Streichgenie. Wisst ihr, wo die Etikettiermaschine ist? Die hängt an deinem Gürtel, Bobby. Oh, gut, danke. Ich hol schnell noch ein Glas Saft, bevor ich in den Mercado gehe. Nein, geh da nicht rein. Da drin ist eine Falle für Carl, CJ und Kalitos. Oh, die tun mir jetzt schon leid. Ronnie Anne hat mir mehr Streiche gespielt, als ich zählen kann. Hier wächst immer noch kein Haar. Mit dir lege ich mich besser nicht an. Nur keine Sorge, sie kommen bestimmt jede Sekunde. Darf ich aufstehen? Wir hocken hier schon eine Stunde und ich habe die falschen Schuhe dafür an. Halt, was? Unsere Falle ist weg. Die sind hier reingeschlichen und haben alles abgenommen. Ich begreife nur nicht, wie sie... Die haben uns unseren eigenen Streich gespielt. Brotkrümel, lecker! Ja, das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen. Dafür werden sie büßen. Ab jetzt setzen wir alles gegen sie ein, was geht. Und wie? Jeder, der meinen Haaren das antut, muss bestraft werden. Könnt ihr mal einen Moment rauskommen? Die werden ihr blaues Wunder erleben. Wo sind denn die Wasserballons hin? Abendbrot, Hände waschen nicht vergessen. Lass uns vielleicht lieber Schluss machen. Ja, du hast sicher recht. Ich verstehe noch nicht, wie sie so schnell hinter alle meine Streiche kommen konnten. Hallo? Oh, guten Tag, Maybell. Oh, tut mir leid, ich weiß nicht, wieso der Mercado heute früher geschlossen hat. Nein, ich... Ja, ich verstehe schon. Sie brauchen Limetten. Maybell, ich bringe Ihnen die Limetten nachher hoch, versprochen. Aber jetzt müssen wir gehen. Wiedersehen. Ich weiß jetzt, was hier los ist. Bobby,
Nachdem er von unserem Streich gehört hat, hat er garantiert den Mercado früher dicht gemacht, um den Jungs zu helfen. Diese gemeine Streichpetze! Das ist sicher Bobbys Rache, weil ich ihm so oft Streiche gespielt habe. Nun kennen wir ja das kleine Geheimnis der Jungs und haben die Oberhand. Jetzt heißt es, streiche, bis sie um Gnade winseln. Wie es scheint, lege ich mich besser auch nicht mit dir an. Aufs Heimzahlen! Ja! Ich gebe es ungern zu, Bobby, aber ich habe mich vielleicht in dir getäuscht. Denn heute Abend beweist du, dass du doch nicht ganz und gar nutzlos bist. Danke, Carl. Das bedeutet mir viel. Das ist Ronnie Ann. Ja, sie will zu mir in den Laden. Ich muss schnell hin. Sie denkt ja, ich wäre da unten. Nur Wasser? Und das soll ein Streich sein? Das ist Gurkensaft. Gurkensaft? Und das soll ein Streich sein? Jetzt warte doch. Carlotta, die Katzenminze. Hier, Mietz, Mietz, Mietz. Der Streichekampf beginnt. Okay, ich habe einen Haufen genialer Streichideen. Ich habe noch viel zu lernen. Also, auf geht's! Lincoln wird durchdrehen, wenn er diese Dinosaurier-Invasion sieht. Hey, ich habe meinen Frühstücksbot mitgebracht, um uns... Dinosaurier-Invasion! Nimm das, prähistorischer Schurke! Sid, halt! Ich bin's doch nur! Meine Schuld. Frühstücksbot schämt sich. Wiedersehen. Ein Punktabzug. Entschuldige, Ronnie Ann, ich helfe dir sauber zu machen. Ja! Oh, 5 Punkte Abzug für verfehltes Ziel. Bleib da! Nicht bewegen! Geht klar. Ich setz mich auf den Stuhl und beweg mich kein Stück. KSSO. Oh nein, Abuela! Was ist das für ein Lärm? Keine Streiche in meinem Haus! Fuera! Entschuldige bitte, den nächsten Streich kriege ich garantiert hin! Ich habe eine bessere Idee. Du könntest dich in den Mercado schleichen und auskundschaften, was für Streiche Lincoln plant. Aber sei vorsichtig. Spionin Sid. Auf geht's! Sid, die Streiche waren für Ronnie Ann gedacht. Sorry. Au. 10 Punkte Abzug für Lincoln. Hör zu, Sid. Vielleicht ist dieses Streicheding doch nicht so ganz das Richtige für dich. Netter Versuch, Ronnie Ann. So zu tun, als wäre Schluss mit den Streichen. Ich durchschau euch. Sid, ich mein's wirklich ernst. Du hast gute Ideen, aber von heute auf morgen Streichemeister zu werden, das wird nichts. Das braucht seine Zeit und du, naja, also... Verdirbst die Streichchampionade. Sergio! Nein, er hat recht. Mit ein bisschen Übung klappt's vielleicht nächstes Jahr. Ja, natürlich, klar. Ich find Streiche sowieso blöd. Ich wollte euch nur nicht hängen lassen. Dann gehe ich jetzt eben einfach in den Zoo. Verstecken bringt nichts, Lincoln. Du kommst zuerst raus. Och, jetzt mach doch mal irgendwas. Ich dachte, das ist ein Streichekampf und kein Streichekrampf. Ronnie Ann, Ronnie Ann. Adelaide, nein. Was ist denn, Adelaide? Du musst mir helfen, Ronnie Ann. Sid hat Ärger und ich finde meine Mom nicht. Wow, ganz ruhig. Was ist denn mit Sid? Die Affen im Zoo sind hinter ihr her. Oh nein, wir müssen sie retten. Los, Lincoln, komm schon. Wir werden angegriffen. Nico, ich dachte, wir wären Freunde. Sie sind weg. Wieso wohl? Schlange? Wo? Sid, wo bist du? Na hier, aber ich sitze fest und ich kann nicht sehen. Bitte sag, dass Sid nicht in der Schlange ist. Als ich vor den Affen weglief, fiel ich in eine dunkle, stickige Höhle und... Oh, ja, ich bin in der Schlange. Keine Sorge, Sid, wir kommen.
Meine einzige Schwester, von einem Reptil gefressen. Darauf bin ich emotional nicht vorbereitet. Oh nein, hier geblieben. Drücken, Lincoln, drücken. Es funktioniert nicht. Rück meine Schwester raus. Tilt, es tut mir so leid. Wir hätten nie sagen sollen, dass du schlecht im Streiche spielen bist. Wenn wir dich nicht ausgeschlossen hätten, wäre das alles nicht passiert. Halb so wild, Ronnie Ann. Denn ihr wurdet gerade gechankt. Tilt? Okay, was ist hier los? Zuerst war ich sauer, dass ich nicht mitmachen durfte, aber dann beschloss ich, mich zu rächen. Ich ließ Igor mein Funkgerät schlucken, zusammen mit einem Truthahn. Den Truthahn behält er wohl. Wir haben's euch so richtig gezeigt. Warte, du hast uns als Streich also einfach mal eben zu Tode erschreckt? Bester Streich aller Zeiten! Wirklich? Oh, danke, Leute. Tut uns leid, dass wir dich unterschätzt haben. Den Fehler machen wir nächstes Jahr nicht wieder. Ja, doppelte Punktzahl. Sid hat gewonnen. Oh, Benny, wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ich weiß, aber erst muss ich dich anlernen. Zuerst die Pommes. Ich bin dabei, Chef. Sieh mal her, ich fahre rückwärts. Hey, pass auf! Das war's auch schon. Oh, da ist dein erster Kunde. Hi, fleischt mich wirklich sehr. Ob mir die neue Burgerverkäuferin mal zeigen kann, wo der Fritz seine Pommes hat? Na klar, aber vorher bezahlen. Sonst zeigt Pommes dir mal, wo der Fritz hängt. Kapiert? Komm schon, Kumpel. Bestellst du jetzt oder wie sieht's aus? Geduld, nicht sauer werden. Sonst stecken wir sie zu den Gürkchen. Luann, du gehst jetzt lieber an das Drive-Thru-Fenster. Hast du gehört, Dad? Ich werde jetzt schon befördert. Das erzähle ich gleich mal Mom. Hallo? Ist das Ding an? Klopf, klopf. Oh, wer ist da? Hier ist Mr. Grouse. Ich will nur einen Cheeseburger. Mr. Grouse, ich will nur einen Cheeseburger. Wer? Diese Laut sind mittlerweile überall. Oh, hey, Benny, du kommst genau richtig für die Klopf-Klopf-Witze. Lass uns mal kurz reden. Ich kriege hier Beschwerden, dass du jedem, der Fladenbrot bei dir bestellt, einen Plastikhofladen gibst. Ich wusste, das gefällt dir. Oh, wir und unsere tollen Gags, es ist wie in alten Zeiten. Hallo, ich nehme doch lieber ein Fladenbrot. Klar, komm sofort. Hör zu, bedien doch lieber hier drin. Hallo, ist da wer? Tut mir wirklich sehr leid mit dem Gummihühnchen in der Tüte. Bitte, hier ist ein gratis Milchshake als Entschuldigung. Benny, komm doch mal bitte mit mir in den Personalraum. Tut mir sehr leid. Du musst Luann feuern. Sie ist die schlimmste Bedienung aller Zeiten. Vielleicht braucht sie nur ein bisschen Übung. Sie hat einigen Kunden Plastikkuhfladen serviert. Guter Einwand. Aber Sir, ich kann sie wirklich nicht feuern. Sie ist meine Freundin. Benny, jemanden zu feuern gehört nun mal dazu. Ob du willst oder nicht. Wer das nicht kann, ist als Betriebsassistent ungeeignet. So ein Pechkumpel. Otis, wie lange bist du denn hier schon drin? Luann? Was machst du denn in der Milchshake-Maschine? Sie war verstopft und ich wollte sie entstopfen. Ich zieh die Frage zurück. Hör zu, ich hab Neuigkeiten. Warte, aber vorher habe ich eine Überraschung für dich. Wow, hast du die gebastelt? Ja, nur eine Kleinigkeit als Dankeschön für den Job. Ich hab hier nämlich so richtig viel Spaß. Und? Was wolltest du erzählen? Tja, weißt du, die Sache ist, du bist gefeuert. Ich will dich niemals wiedersehen, Benny! Benny? Benny? Hä? Alles okay? Was wolltest du erzählen? Nur, dass ich einen neuen Job für dich habe. Und zwar draußen. Wirklich eine tolle Idee, Benjamin. Jetzt muss ich das Ding nicht mehr tragen. Als mir einfiel, dass sie Erfahrung mit Kostümen hat, da wusste ich's. Sie ist die beste Heidi Heffer aller Zeiten. Das war wirklich clever. Wie es sich für einen Betriebsassistenten gehört. Ich werde also immer noch befördert?
Danke, Sir. Ich nehme an. Hey, Leute. Mein Gips ist endlich ab. Entschuldige, Otis. Ich hol den Rollstuhl. Mr. Nakamura, können Sie uns bitte Popcorn machen? Natürlich, mein Lieblingssnack-Klassiker. Haha, jetzt wird gespielt. Popcorn ist fertig. Was zum alles Antike auf dieser Welt? Ist das so ein Gummispielzeug? Hoppla. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig einspringen, Miranda. Das mache ich doch wirklich gern. Wir werden uns einen schönen Film ansehen. Es darf nur kein gruseliger Film sein. Mit denen komme ich nicht zurecht. Begreif doch, dass ich dich liebe, du Dummerchen. Oh, ich liebe diesen Film so sehr. Was war das? Oh nein, nicht schon wieder. Ich verwandle mich. Au. Ah, mehr wollen. Hier sitze. P-40 Warhawk, wir kommen. Operation Babysitter vergraulen war ein Erfolg. Was für ein wunderschöner Tag für einen Flug. Mom, die Flugzeuge stehen da. Ihr seid nicht wegen der Flugzeuge hier. Was? Ihr seid nur deshalb hier, weil sonst niemand auf euch aufpassen will. Und während wir jetzt unseren Flug genießen, setzt ihr drei euch auf diese Bank und denkt darüber nach, was ihr getan habt. Oh, ich will aber nicht darüber nachdenken. Kann die Bank nicht mit ins Flugzeug? Oh, nicht zu fassen. Die ganze Arbeit war umsonst. Also, es tut mir leid, aber wir haben es schon zu weit geschafft. Ich komm schon in das Flugzeug. Das sieht aber gar nicht alt aus. Wo sind Mom und Dad? Willkommen bei AI Airlines, dem ersten selbstfliegenden Flugzeug. Ich glaube, wir sind hier falsch. Bitte setzen Sie sich, denn wir starten gleich. Ihr Flugziel ist die Arktis. Die Arktis? Aber ich habe morgen Schule. Sogar die Hausaufgaben habe ich gemacht. Wir starten in 5, 4, 1. Wir heben ab. Weiß einer von euch, wie das Ding funktioniert? Ich weiß, du bist nur ein Baby. Wir sind alle Babys. Ich will zu meiner Mami. Tut uns leid, Computerlady. Bitte helfen Sie uns. Ich warte auf Karls Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich Ihre Knöpfe gedrückt habe. Bitte landen Sie das Flugzeug für uns. Du hast Glück, dass ich Kinder mag. Auf eure Plätze, Jungs. Ich mach das schon. Landung in 3, 2, 1. Landung erfolgt. Oh, und Karl, ich habe ein Auge auf dich. Oh, du wunderbare Bank. Wir leben noch. Seht nur, da sind Mom und Dad. Das seid ihr. Mom und Dad. Oh, Mom, es tut uns so leid, dass wir heute so schwierig waren und jeden Babysitter vergrault haben. Von jetzt an sind wir immer brav. Wir brauchen Aufsicht, das ist uns jetzt klar. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung, aber es gefällt mir. Ach, wir verzeihen euch, mis amores. Und jetzt kommt, wir fahren mit der U-Bahn nach Hause. Oh nein, ich habe mir erlaubt, eines dieser coolen selbstfahrenden Taxis zu bestellen. Und seht nur, da ist es auch schon. Hallo, Karl. Entschuldigung, haben Sie gerade gesagt, das Schild wurde gedimmt? Oh, hallo Kinder. Hat ein bisschen gedauert. Wir haben so viel zu tun. Pierre dachte ja, er könnte alles selbst reparieren. Hey, kann ich auch. Oh. Er hat alles schlimmer gemacht. Aber jetzt habe ich einen Profi gefunden. Alles fertig. Hola, Chiquitas. Ich habe das Burgerschild gedimmt und einen Geruchsfilter eingebaut. Jetzt habt ihr also Ruhe. Und ich habe den Ketchup mit Essig aufgepeppt. Das war nötig. Sie war wirklich unsere Rettung. Außerdem singt Tommy nicht mehr bei unserem Trinkgeldlied mit. Der Kerl hat eine viel zu kräftige Stimme. Bestellung für Vito. Wow.
aber cool da. Wow, herzlichen Dank. Entschuldigen Sie uns eine Sekunde. Oh nein, Sid, Sie haben doch schon alles in Ordnung gebracht. Ich weiß, Sie sind voll nett und wir lassen Sie gleich ins Taubenunglück rennen. Das müssen wir abblasen. Sergio, kommen. Mission abbrechen. Ich wiederhole, Mission abbrechen. Sergio, Mission abbrechen. Wiederhole, Mission abbrechen. Ich verstehe nicht. Und Startflug. Sergio, hast du verstanden? Hallo, ich bin Jim Glitzerzahn. Wir sind in dem beliebten neuen Restaurant Burger Blast. Und auch hier gibt es ein schmutziges Geheimnis. Ihre Burger sind gemacht aus Taubenfleisch. Also, wieso verwenden Sie Taubenfleisch? Und wie können Sie nachts ruhig schlafen? Was? Wie können Sie es wagen? Wir verwenden kein Tauben... Ich bin Jim Glitzerzahn und ich decke auch Ihr schmutziges Geheimnis auf. Klar? Und das war's. Nimm das! Also, ich verstehe das nicht. Wo kommen die Tauben nur her? Oh. Wenn das gesendet wird, sind wir ruiniert. Nicht, wenn wir euch helfen. Sid, komm, ich habe eine Idee. Mr. Glitzerzahn, wir haben Sie wegen der Tauben angerufen. Was? Oh, ich verstehe schon. Ihr wollt sicher die $25 für euren Tipp. Okay, Motor starten. Wir wollen Ihr Geld nicht. Sie dürfen nur die Story nicht senden. Von wegen. Die bringt mir eine fette Beförderung. Und wenn wir nun eine bessere Story haben, eine noch krassere. Noch krasser als Taubenfleisch? Gut, ich höre. Es fängt an. Und jetzt... Betrug. Verrohung. Ich bin Jim Glitzerzahn. Bei unserem heutigen Skandal geht es um Burger, Sabotage und Taubenfleisch. Wie weit gehen zwei rachsüchtige Kinder, um endlich ruhig schlafen zu können? Hä? Rachsüchtig? Dieser Augenzeuge hat alles gesehen. Sie zwangen mich, Tauben ranzuschaffen und so zu tun, als wären sie das Fleisch für die Burger. Das sind Monster. Meine Stimme wird doch verändert, oder? Monster? Das kann man wohl sagen. Hey! Okay, das haben wir wohl verdient. Aber wichtiger ist, dass alle die Wahrheit erfahren. Das Taubenfleischgerücht stammt von Sid und mir. Wir brauchten eben Schlaf. Das war alles ein Missverständnis. Tut uns leid, Pierre und Padma. Ihr seid toll und wir sind froh, euch als Nachbarn zu haben. Nicht vergessen, wir machen unseren Ketchup selbst. Und unsere Burger sind aus Rindfleisch. Aus Rindfleisch allein. Ich bin Jim Glitzerzahn und ich decke auch Ihr schmutziges Geheimnis auf. Kamera aus! Nicht hersehen! Ich bin stolz auf euch. Ihr habt das Richtige getan letzten Endes. Danke, Abuela. Und wer hätte gedacht, dass die Burger so lecker sind? Und sie liefern jetzt sogar. Hey, Lincoln. Untermacher? Ja, gern. Wenn der Witz dich umgehauen hat, sieh dir meinen Auftritt beim Junior-Comedy-Wettstreit an. Diesen Samstag in der Kicherkombüse. Die Atmosphäre schlägt ganz sicher. Funken. Glaubt ihr zwei denn wirklich, das Make-up macht euch schöner? Vergesst es, schminkt euch das ab. Kapiert? Oh. Ich mache am Samstag beim Junior-Comedy-Wettstreit mit. Und den gewinne ich garantiert spülend. Hey Lisa, was ist 3,14159? Die Zahl Pi natürlich. Was sonst? Falsch, die Höhe dieser Torte. Ich serviere noch viele weitere dieser Brüller in der Kicherkombüse. Samstagabend. Klopf, klopf. Wer ist da? Erhard. Erhard, wer? Erhard, Lust auf Blut. Lass Edwin in Ruhe. Bloß nicht aufregen. Denk an deinen Blutdruck, Lucy. Hey, ich trete in der Kicherkombüse auf. Meine Witze sind echt bissig. Schlechte Laune. Kannst du fahren lassen. Danke, dass ihr zu meiner Teeparty gekommen seid. Wer von euch möchte ein bisschen Fingerfood? Fingerfood? Ich dachte, hier wird 10 Käse serviert. Harhar. Kapiert, Lola? Komm zu meiner Show und bring deine Puppen mit. Mich hat sie gehauen. 10 Käse? Echt jetzt? Lass mich raten. Luen?
Sie sagte, ihre Witze sind das Gelbe vom Ei. PS, sind sie nicht. Ich kann's kaum erwarten, bis ihr blöder Auftritt vorbei ist. Sie geht mir voll auf den Keks. Ja, wem sagst du das? Sie ist nicht mal witzig, sondern einfach nur nervig. Nervig ist gar kein Ausdruck. Dann hört sie endlich damit auf. Sie ist echt uncool. Ich hab's auch satt. Schnell, stellt die Torte weg. Wieso? Explodiert sie gleich? Nein, und das wird sie nie wieder. Luann hat gehört, was wir über sie gesagt haben. Und jetzt gibt sie die Comedy auf. Wow, dann wird ihre Show in der Kicherkombüse aber richtig mies. Nein, sie wird dort gar nicht mehr auftreten. Aber das war doch so eine Riesensache für sie. Sie hat sogar in ihr Tagebuch geschrieben. Nehme ich an. Wir müssen sie überzeugen, aufzutreten. Die Show ist schon morgen Abend. Uns muss schnell was einfallen. Ich weiß schon was. Los, kommt her. Oh, oh, ich habe meine Bananenschale fallen lassen. Ich hoffe nur, es rutscht auch keiner darauf aus. Tja, dann heb sie doch auf. Hey, Luann, ich habe gerade 6 Torten gebacken. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich auch nicht. Iss doch selbst welche und den Rest spendest du. Meine Zeitmaschine wird uns zurückschicken und zwar auf exakt 2 Minuten, bevor wir Luann kritisiert haben. Das klingt echt gut. Klitzekleiner Nachteil. Danach sitzen unsere Hinterteile eventuell vorn. Was ist dein Plan, Lincoln? Wenn wir Luann nicht überzeugen können, dass sie witzig ist, dann muss es eben ein Publikum tun. Und wie soll das funktionieren? Überlasst das mir. Ihr sorgt dafür, dass sie um 8 in der Kicherkombüse ist. Kannst du meinen Hintern trotzdem nach vorne kriegen? Schön, dass du hier bist, Luann. Schon gut. Nur weil ich nicht witzig bin, kann ich ja trotzdem andere Leute witzig finden. Halt, kann ich? Ladies and Gentlemen, willkommen zum Junior-Comedy-Abend. Begrüßen Sie mit einem Kicherkombüsen-Applaus unseren ersten Komiker, Lincoln Lau! Lincoln? Und was macht er da mit meinem Witzebuch? Hallo, Royal Woods. Glaubt ihr hier wirklich alle, dass Make-up euch schöner macht, Leute? Da seid ihr auf den Hund gekommen. Das ist die falsche Pointe. Weiter geht's. Hier ist einer, der haut euch um. Wieso überquert ein Hut die Straße? Halt, der geht doch irgendwie anders. Oh, ach, Huhn. Die Schrift ist wirklich schwer zu entziffern. Warum hatte der Clown Sahne im Auge? Na, ist doch wohl klar. Ihm knallte eine Pforte ins Gesicht. Nein, nein, nein! Ihm knallte eine Torte ins Gesicht. Oh, sein Auftritt war nicht gerade erste Sahne. Schluss jetzt, sonst wird der Milchbubi noch sauer. Kennt ihr den Unterschied zwischen Fußgängern und Fußballern? Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer bei rot. Wieso überquert ein Huhn die Straße, um auf die andere Seite zu kommen? Hola, Ladies. Ich sehe, ihr habt ein kleines Geschäft am Laufen. Gut für euch. Davon können wir alle profitieren. Kommt doch kurz in mein Büro. Dein Büro müsste echt mal renoviert werden. Was willst du? Wir haben zu tun. Ich mache es kurz. Ich zahle euch 4 $ am Tag, wenn ihr mit Lalo Gassi geht. Aber Abuelo zahlt dir 5 $ fürs Gassi gehen. Wieso zahlst du uns dann nur 4? Das ist mein Finderlohn. Wisst ihr denn nichts über Kapitalismus? Vergiss es, Carl. Ronnie Ann, komm noch mal kurz in mein Büro. 4 $ sind 4 $. Sie kapiert's. Gut, dann gib mir das Geld, Carl. Kannst du auf 50 rausgeben? Komm zurück! Oh nein, was sollen wir tun? Warte hier, ich hab ne Idee. Die Tierpfeifensammlung meiner Mom. Mal sehen, Schweinswale, Giraffen. Ah, hier ist sie, Hundepfeife. Da, es klappt. Zumindest ein bisschen. Wenigstens sind die beiden wieder da. Also gut, ich guck's aus. Und jetzt, es fehlen uns immer noch 6 Hunde. Hör zu, wir schaffen das. Was wissen wir alles über diese Hunde? Ninja schläft gern und ich weiß, wo man das gut kann. Abuelo schläft da auch gern. Komm mit, Junge.
Was habe ich dir gesagt? Jetzt sind es nur noch fünf. Wer kommt jetzt? Der große Toni. Er jagt gern Eichhörnchen und die gibt's hier zuhauf. So ein Mist. Wo sind die Eichhörnchen, wenn man sie braucht? Sekunde, ich kenne eins. Ronny and Justice Rocco hat meine Mom aus dem Zoo mitgebracht. Seine Weisheitszähne mussten raus. Wenn du dich ein bisschen jagen lässt, lese ich dir heute Abend zwei gute Nachtgeschichten vor. Und was ist jetzt mit Lalo? Ich kann euch vielleicht helfen. Wie wär's damit? Für 10 Mäuse finde ich ihn für euch. 10 Mäuse? Ihr könnt Abuelo natürlich auch sagen, dass ihr ihn verloren habt. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Ratet mal, über wen ich gestern beim Optiker gestolpert bin. Über jeden! Was sagt ein Boxer, wenn man ihn fragt, wie es ihm denn so geht? Ich schlag mich so durch! Ständig verliert Bernie seine Zähne. Hat sie nicht ein Riesentalent, meine begabte Enkelin? Ah, danke schön. Tja, hier muss ich raus. Ich sag fertig Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Was geht denn da ab? Das ist mein neuer Gig. Ich erzähle Witze im schmunzelnden Senior. Schmunzelnder Senior? Der Bus, mit dem das Altenheim Ausflüge mit den Senioren macht. Ist euch klar, was das heißt? Heute der schmunzelnde Senior, morgen das Royal Woods Theater. Morgen schon? Kriegen wir da noch Karten? Nein, doch nicht morgen, morgen. Irgendwann morgen. Ich will die Jüngste sein, die jemals dort aufgetreten ist. Tja, mein Glückwunsch. Mögen deine Träume wahr werden. Oh, danke. Wirklich sehr nett von dir. Wenn sie erfolgreich ist, hat sie weniger Zeit für Streiche. Ah, dafür reicht die Zeit noch. Lucy, was liegst du denn da rum? Seufz. Ich habe ein Gedicht beim Transsilvanien-Kurier eingereicht, aber sie wollten es nicht. Mir fehlt wohl das Zeug zur echten Poetin. Dein erstes Absageschreiben, hä? Dann komm gleich mal mit. Ich will dir da was zeigen. Das sind meine Absageschreiben. Sieht aus wie ein Sarg für deine Träume. Das gehört zum kreativen Leben. Da fängst du eben nicht gleich ganz oben an. Ich habe auch ganz unten begonnen. Zum Beispiel bei Tiergeburtstagen. Was sagt ein Dalmatiner wohl in der Reinigung? Ich hab da einen Fleck. Wow, schweres Publikum. Oh, Reflex Charles! Es dauerte, bis ich bereit für meinen ersten öffentlichen Auftritt war. Nicht schlecht, Mr. Coconuts, alle Neune, würde ich sagen. Das war dann wohl ein Fehlwurf, Kleine. Oh, Curly Fries! Ich hatte trotzdem noch eine Menge über Comedy zu lernen. Also ging ich auf eine Clown-Akademie. Und nachdem ich meine Lektionen gelernt hatte, war ich endlich bereit für die Bühne. Wie telefonieren Genies? Mit ihrem Smartphone. Hab nur ein wenig Geduld und gib niemals auf. Und auch wenn es schwer wird, denk dran. Du hast eine große Schwester, die den vollen Durchblick hat. Ich fühle mich schon besser. Du weißt so viel, Luann. Kannst du mir helfen, eine erfolgreiche Poetin zu werden? Dabei wäre ich sicher keine Katastrophe, denn schließlich bin ich sehr versiert im Helfen. Wo ein Po ist, ist auch Poesie. Dein Zug gehört mir, zusammen mit dem riesigen Goldschatz darin. Nicht so schnell, El Dragon. Tschu, tschu, tschu. Ah, tschu, tschu, tschu. Hey, Carl. Willst du Teeparty mit uns spielen? Teepartys sind was für Babys! Bitte, wir wollten sowieso nicht mit dir spielen. Klasse! Hey, Adelaide! Willst du heute mit deinem alten Vater in der U-Bahn mitfahren? Du darfst sogar zu mir in den Führerstand. In den Führerstand? Ich weiß nicht, Dad. Das habe ich doch jetzt schon so oft gemacht. Du könntest das Signal bedienen. Du darfst die Durchsagen abspielen. Das war's noch nicht. Du könntest sogar noch einen Freund mitbringen. Ich wette, die wären beeindruckt von deinem alten Herrn, denn der war ganz zufällig schon zweimal der U-Bahn-Zugführer des Monats. Ich denke darüber nach. Junge, schwer zu überzeugen. Na, was soll's. Ich muss los, denn die Bahn muss pünktlich sein. Chugga, chugga, tschu.
Oh. Hey, Adelaide. Ich bin jetzt auf einmal ganz schön durstig. Vielleicht könnten wir doch Teeparty spielen, wie du vorhin meintest. Aber ich dachte, du willst nicht mit mir spielen. Was? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich liebe Tee. Und wenn danach noch Zeit ist, können wir ja vielleicht mit der Bahn fahren. Oder nicht. Völlig egal. Aber vielleicht ja doch. Ja, und ich habe auch schon einen ganz schicken Hut, den du tragen könntest. Zug, jetzt komm ich. Wow, das Steuerpult glänzt ja wirklich ganz toll. Nun, ich poliere es ja auch jeden Morgen. Ah, ein Frosch! Hast du das auch gehört? Nö, aber sind das da ihre Auszeichnungen? Oh, du meinst diese Schätzchen? Ja, hab ich zweimal bekommen. Sehen die nicht cool aus? Chuchu, Sieger! Hau ab, du schleimiges Biest! Klingt nach Gefahr im Verzug. Und das werde ich jetzt gleich mal Zug um Zug klären. Oh, auch schwer zu überzeugen. Komme gleich wieder. Und nichts anfassen, besonders nicht die Preise. Hey, Carl! Sieh mal diesen coolen Hebel! Willst du nicht dran ziehen? Carl, willst du nicht mal diesen Knopf drücken? Nein, drück diese da. Jetzt mach schon, nun drück. Tu es. Drück irgendeinen. Hört auf damit. All diese schicken Knöpfchen. Carl, bist du sicher, dass du keins davon drücken willst? Wie dieses schicke rote Knöpfchen. Einmal schadet doch nicht. Mr. Cheng sagte ganz klar, dass ich hier nichts anfassen darf. Ach, das ist aber schade. Warum drückst du nicht einfach den auf meinem Kopf? Okay, was kann schon Schlimmes passieren? Oh, oh. Okay, das war also die Klimaanlage. Kein Weltuntergang. Ich denke, ich werde mal den Knopf hier drücken. Spiele Chuchu Mix. Ja! Warum ist das so laut? Ausschalten, ausschalten, ausschalten! Ich muss das in Ordnung bringen! Wir wechseln auf die Expressspur. Oh, oh nein, was habe ich getan? Bitte halt an, stopp! Hey Leute, bleibt ganz ruhig! Denn im Zuge meiner Ausbildung habe ich Panik vermeiden gelernt. Oh, wie weich. Oh, Mr. Cheng wird mich niemals wieder in seinen Zug lassen. Ich weiß, wer mir helfen kann. Oh. Adelaide, wie kann ich dieses Ding anhalten? Hast du da vielleicht gerade was gehört, Froschi 2? Ich auch nicht. Adelaide, bitte, ich brauche deine Hilfe. Sorry, ich helfe nur Freunden und nicht irgendwelchen Leuten, die mich nur benutzen. Es tut mir wirklich leid, aber würdest du mir jetzt bitte endlich helfen? Okay. Oh, hat keiner gesehen. Fahren wir doch in die Stadt, hieß es. Das wird oberlustig, hieß es. Ich wäre viel lieber aufs Land gefahren. Carl, was ist hier passiert? Ich hab doch eben gesagt, nichts anfassen. Sorry, Dad. Es war ein Missverständnis. Aber wir haben das geregelt und Carl hat deine Preise gerettet. Was bleibt mir denn übrig? Ich bin ein Knotler und kein Kämpfer. Viel Glück noch damit. Hilf ihm, Carl. Für die Gerechtigkeit. Alexis, ich werde dir helfen. Ich werde dir zeigen, wie man ein harter Junge wird, damit dich keiner mehr ärgert. Okay. Eine Sekunde. Montage, habe ich recht? Später am Tag. Willkommen zur Falkonschule der harten Jungs. Ich bin dein Professor, Carl Casagrande. Carl, was mache ich nochmal hier oben? Es geht um die Haltung. Wir stärken dein Selbstbewusstsein. Indem ich auf Stelzen laufe? Das ist eine Übung. Willst du dich groß fühlen, musst du auch groß tun. Gut, ich bin groß. Ich bin ein riesiger... Hey, ein Vogel. Oh, ich falle. Alles okay, Kleiner? Lass mich kurz.
Jetzt habe ich dich mit deiner Kacke vollgeschmiert. Nur keine Sorge, ich mach dich sauber. Wir haben noch viel zu tun. Ein Bad später. Okay, jetzt wo du den Gang drauf hast, so gut wie, wird's Zeit für die richtige Sprache. Harte Jungs wie ich und El Falcon sind Spitze im Trash-Talk. Pass auf, dein Hemd ist uncool. Hat mir mein Dad gekauft. Und wo bitte? In dem Laden für Spüllappen? Nein, ich glaube in der Mall. Oh, nein, das war ein Beispiel für Trash-Talk. Versuch du es mal. Euer Haus ist total gemütlich. Wow, das war schlimm. Okay, hör zu, im Zweifel mach dich über ihre Haare lustig. Das funktioniert immer. Dein Haar ist, etwas stumpf. Autsch, Mann, das tat echt weh. Tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, steh zu dem, was du sagst. Und ein harter Junge entschuldigt sich nie. Jetzt, wo du die Grundlagen drauf hast, probier es gleich mal aus. Hey, Carl, Alexis, wie geht's denn? Bobby, dein Haar sieht so schlimm aus, dass du es auch gegen den dreckigen Besen tauschen könntest. Ich hatte was im Auge. Ich bin gleich zurück. Du hast es geschafft. Wie fühlt es sich an? Scheußlich, aber auch echt gut, aber scheußlich. Gut, langsam machst du Fortschritte. Nein, ich sehe aus wie ein Besen. Wieso hat mir das niemand gesagt? Das mit Bobby tut mir echt richtig leid. Vergiss es, wir haben noch viel zu tun. Jetzt, wo du die richtige Haltung hast, musst du auch noch richtig gefährlich aussehen. Zuallererst, lächle nicht andauernd. Guck lieber richtig männlich, so wie er. So sehe ich doch wohl nicht aus, oder? Nein, du siehst aus wie ein Miezekätzchen. Ich will einen gefährlichen Löwen sehen, Bro. Sorry, aber ich habe wohl gerade zu gute Laune. Denk einfach mal an etwas, das dich wütend macht. Vielleicht, dass ich nicht zur Bandprobe gehen kann? Nein, das macht mich nicht wütend, sondern traurig. Ich liebe die Bandprobe. Okay, stopp. Keine Tränen. Ich überleg mir was anderes. Das ist es, du brauchst eine Narbe. Narben sind tough. Aha! Bitte tu mir nicht! Oh, ganz ruhig, tut auch gar nicht weh. Am nächsten Tag. Ist das so ein HR? Oh Gott! Mein neuer harter Look funktioniert. Die scheinen alle Angst vor mir zu haben. Ja, allerdings. Und ich habe auch schon jede Menge Gerüchte über dich gestreut. Der letzte Schritt deiner Verwandlung zum harten Jungen. Reputation. Was denn für Gerüchte? Er soll einen Mann zum Wein gebracht haben. Und als eine Taube ihn vollgekackt hat, wurde er so sauer, dass er zurückgekackt hat. Was? Stimmt doch ein bisschen. Und jetzt zieh los und lass dich von keinem mehr auf den Arm nehmen. Gut gemacht, Carl. Du bist ein guter Mensch mit sehr glänzendem Haar. Ja, allerdings. Nein, Süße, das ist Holstein. Mu tiefer, so wie eine Jersey-Kuh. Oh, Mr. Coconuts, ich muss Mrs. Bernardo erzählen, dass ich die Rolle hab. Die wird sich freuen, Süße. Kinder, ich lag die ganze Nacht wach und hab geweint. Ach, ich meine, meine Emotionen ausgelotet. Ich war bei einem Vorsprechen und wurde abgelehnt. Zum 14. Mal. Oh, das ist die Rolle meines Lebens. Ich wurde dafür geboren. Wieso? Wieso nur bleibst du mir versagt, Heidi Heffer? Hast du Mrs. Bernardo die tollen Neuigkeiten schon erzählt? Vielleicht versüßen ein paar gute Neuigkeiten ja meinen Schmerz. Also, Luann. Wie lautet die frohe Botschaft? Ich habe eine neue Fliege. Ist die nicht klasse? Ach, und der Schmerz lebt weiter. Luann, übernimm du die Proben. Ich wische den Boden mit meinen Tränen. Ich finde, du musst Mrs. Bernardo trotzdem erzählen, dass du die Rolle der Heidi bekommen hast. Sie ist deine Mentorin. Bist du noch ganz richtig in deinem hübschen Köpfchen? Das kann ich ihr auf keinen Fall antun. Die Rolle bedeutet ihr alles. Sie dreht durch, wenn sie hört, dass ich sie hab. Das kann ich nicht machen. Oh, ich brauche mein Skript, damit ich beim Essen den Text lernen kann.
Oh je, es ist nicht da, Kleine. Ich glaube, heute Morgen hast du es noch gehabt. Beim Theaterkurs. Ja, da habe ich's fliegen lassen. Und es steht mein Name drauf. Oh, Benny, jetzt bitte keine Tortengags. Wir müssen das Skript holen, bevor Mrs. B es sieht. Na schön, meine Pantomimen. Es wird Zeit für unsere Begräbnisszene. Denkt dran, ihr sollt nur euren Körper weinen lassen. Ah, da liegt also das Skript für meine neue One-Woman-Show. Und Vorhang. Und das ist auch der Name meiner Show. Habt ihr, was das sagt? Meine Schauspielkarriere war kein totaler Flop. Ich hätte was mit Kätzchen. Ach, das heitert mich etwas auf. Ich war in den 80ern bei einer Cats-Aufführung dabei. Cats mit K, aus rechtlichen Gründen. Doch lieber nicht. Die Katzen sehen aus, als lachten sie mich aus. Das stand nicht im Drehbuch. Hey, Mrs. Bernardo, können Sie uns vielleicht helfen? Frau Apfelblüte muss heute vortanzen und wäre sehr dankbar für Ihr Feedback. Hier? In der Obstabteilung? Tja, wie Sie immer sagen, die ganze Welt ist eine Bühne. Milchprodukte. Wo ich gehe und stehe, verfolgt ihr mich wie ein Laktosedämon. Ah, danke. Gern geschehen. Was? Wow. Feta-Felle, Milchshake-Mountain, Parmesan-Gipfel. Ach, dieses Milchabenteuer war die aufregendste Reise meines Lebens. Da hast du recht, Tippi. Oh, gute Milchfee, mein Bauch fühlt sich an wie ein Butterfass, wenn ich dran denke, dass dieser Traum bald vorbei ist. Das muss nicht sein, kleiner Käsekrümel. Ihr könnt diesen verzauberten Ort jederzeit besuchen, und zwar bei den Milchprodukten eures Supermarkts. Da gibt's Joghurt und Käse dazu. Ja, da stammt alles von einer Kuh. Tolle Probe, Mittagspause. Und in einer Stunde beginnt dann unsere erste Aufführung. Und schlagt euch nicht wieder die Bäuche mit Kuchen voll. Ja, ich meine dich, Cheryl. Ah, sag Tschüss. Danke, das speichere ich unter Superstar. Das war wohl doch kein Anfängerglück. Ja, die ekle ich raus. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie. Ich wollte dich ab und amor. Mom, du ruinierst meinen Bösewicht-Moment. Tut mir leid, Mijo. Tu so, als wäre ich nicht da. Ich halte mir die Ohren zu. Dankeschön. Und jetzt der Kleber. Was macht ihr denn da? Und wieso lacht Karl so dreckig? Wir präparieren ein... Vergiss nicht, wer dir eine Woche seinen Nachtisch gibt, du Vogel. Was willst du denn, Karl? Die zuckersüße Einhorn-Freundschaftsshow läuft gerade. Ich verpasse das Intro. Adelaide Chung, ich fordere dich hiermit zu einem Brettbrecher-Wettbewerb heraus. Der Verlierer verlässt den Karatekurs für immer. Nein, danke. Was? Okay, ich verstehe schon. Du hast zu viel Angst. Gut, ich trete gegen dich an. Aber heul nicht rum, wenn du den Kurs nach meinem Sieg verlassen musst. Zuckersüße Einhorn-Freundschaftsschau, freut euch drauf. Oh, dich mache ich fertig. Viel Glück. Okay. Ich wusste gar nicht, dass heute ein Wettbewerb steigt. Aber schön, dass ihr so motiviert seid. Und los!
Wow, die brechen ja wie Zweige. Oder Kräker. Was soll das? Und Schluss. Karl hat 14. Wow, großartig. Und Adelaide, gar keins? Ja, ja, ich hab dich voll platt gemacht. Dann herzlichen Glückwunsch, Karl. Jetzt bin ich wohl raus aus dem Kurs. Warte, du hörst auf? Ja, ich hab's versprochen. Ich bin bereit, Pa. Sag mir, wo ich die Bretter hinlegen soll. Nein, nein, Kumpel. Ich habe extra spezielle Werbebretter anfertigen lassen. Sieh mal. Oh yeah, kommt in Pa's Dojo. Ganz schön super, was? Ja, super. Freut mich zu hören. Mal ganz unter uns. Wir müssen die Kids beeindrucken, damit sie bei uns Mitglied werden. Sonst muss ich das Dojo dicht machen. Dicht machen? Für immer? Ja. Unser Kurs ist super klein. Adelaide zu verlieren war hart. Sie hat ein Viertel des Geldes eingebracht. Was soll's? Wärm dich auf. Ich hol das Banner, das ich gemacht habe. Da ist auch mein Gesicht drauf. Was tun wir denn jetzt, Sergio? Das Dojo muss dicht machen, wenn wir nicht gleich auf die Bühne gehen. Und Karate ist doch mein Lieblingskurs. Vielleicht bin ich ja doch stark genug. Au! Gib Küsschen drauf, gib Küsschen drauf! Ja, gib dir selbst Küsschen! Wir brauchen einen Plan. Ohne mich, Kumpel. Ich hab deinen Nachtisch ja schon längst. Mein Tipp? Einfach anders mogeln. Sehr gut, Frühstücksbot. Die Äpfel hast du drauf. Jetzt eine härtere Frucht. Vielleicht Kokosnuss? Ananas? Mal sehen, was ich in der Cafeteria finde. Oh, hey, Karl. Oh, seltsam. Wieso funktioniert er nicht? Was? Ich stell mal auf Multifunktion. Nicht echt. Pass, Dojo ist Mist. Mach's gut, Dojo. Das war wohl nichts. Leute, wartet. Okay, ich hab gemogelt, ja. Aber Pa ist ein toller Sensei und unser Dojo ist cool. Ich kann's beweisen. Adelaide ist ein Karate-Genie, trainiert von Pa. Eigentlich wollte ich nur hören, dass ich besser bin. Dann mal los. Wirklich? Funktioniert das vielleicht auch mit Spielsachen? Klar. Viele Kinder testen Online-Spielsachen. Das ist total in. Ich könnte dir helfen. Ach, ich bitte dich. Ich weiß schon, was man mit Spielsachen macht. Hey, Leute, seht mal dieses coole Spielzeug. Ein brandneues Feuerwehrauto mit echter Sirene. Spielzeugfirmen, ja, schickt mir gratis Spielsachen. Immer noch null Klicks? Wieso guckt denn keiner mein Video-Nugget? Oh, da ist ja meine Lieblingsschwester. Sind das neue Schuhe? Ja, stylisch, Liebes. Ich schätze, ich soll dir jetzt wohl doch helfen. Sie ist gut. Wenn ich dir helfen soll, dann nur auf meine Art. Kommt nicht in Frage. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Wie viele Klicks hattest du doch gleich? Na gut, bitte. Ich kann nicht bis zu meinem Geburtstag warten. Ich will diese Festung. Ich brauch sie. Gut. Na, endlich wirst du vernünftig. Du brauchst einen guten Kamerawinkel. Lalo, du bist der Kameramann. Und dann brauchst du auf jeden Fall noch ein Gimmick. Etwas, womit du auffällst. Hi, ich bin Karl, euer kopfstehender Spielzeugtester. Au, pass doch auf, ich bin keine Pinata. Hey Leute, hier ist euer scharfer Spielzeugtest, bei dem ich scharfes Spielzeug teste und noch schärfere Soße trinke. Erfrischend. Ah!
Ich bin Karl und dieses Spielzeug lässt mich vor Freude hüpfen. Es ist hüpftastisch. Oh, eine Hüpfstange. Seht mal, was ich kann. Ja, das macht Spaß. Sergio, die gehört mir. Nein, Mio. Lass sofort los. Halt, das ist perfekt. Ein Kind und sein Vogel streiten um Spielsachen. Das ist so irre, das könnte funktionieren. Sergio, die gehört mir. Nein, sofort los. 50.000 Klicks in ein paar Stunden, das ist Wahnsinn. Ich bin ja so stolz auf dich. Oh, gut gemacht, Sidekick. Du bist der Sidekick. Ich bin der Star, Baby. Hey, Karl, hier ist ein Paket für dich. Schönen Tag noch. Danke, Mirta. Mal sehen. Lieber Karl, wir von Toy City lieben dein Video. Du und dein Sidekick seid echt cool. Siehst du? Hier ein Spielzeug für das nächste Video. Heilige Mutter der Coolness, es hat funktioniert. Zeig mal her. Das ist meins. Gib her. Hey, wartet bis zum Video. Wow, ein brandneues Rennauto. Ich dreh gleich mal eine Runde. Victor, ich fahr zuerst damit. Hey, raus da. Das gehört mir. Ich fahr zuerst damit. Holt euch auch. Holt euch eure Popcorn-Drohne. Ach, das ist ein Leben, was, Sergio? Ja, allerdings. Liegt sich gut in der Sonne hier.